Zwei Zimmer, Küche, Bad. 60 Quadratmeter und 500 Euro Kaltmiete. So eine Wohnung wird in Deutschland im Durchschnitt am meisten gesucht. Das ergab eine ImmoScout24-Analyse. Laut Statistischem Bundesamt betrug die durchschnittliche Wohnfläche im Jahr 2020 73 Quadratmeter in Berlin und über 104 Quadratmeter in Rheinland-Pfalz. Der Rest der Republik lag irgendwo dazwischen. Das sagt aber noch nicht, wie viele Leute dort wohnen. Dafür müssen wir uns die Wohnfläche pro Person anschauen. Seit den 1960er Jahren hat sie sich bereits verdoppelt und sie steigt weiter. Aktuell wohnt jede Person auf ca. 47 Quadratmetern. Wohnungsgröße und Lebensplanung. Aber was für den Durchschnitt gilt, muss ja nicht für dich stimmen. Auf der Wohnungssuche hat jeder und jede andere Ansprüche. Die Lebensphasen und Planungen sind schließlich sehr unterschiedlich. Daher solltest du für dich herausfinden, wonach du suchst. Hast du gerade einen Job in einer neuen Stadt angenommen und brauchst erstmal eine Unterkunft, bis die Probezeit abgelaufen ist? Oder planst du vielleicht, mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zusammenzuziehen? Denkt ihr schon über eine Familienplanung nach? Wohnst du vielleicht schon in der Stadt und möchtest dich einfach wohnlich verbessern? Oder ganz wichtig in diesen Tagen, wirst du viel im Homeoffice arbeiten? Das sind alles wichtige Fragen und nach ihnen richtet sich, wie groß deine Wohnung sein sollte. Suchst du nur für ein paar Monate ein Dach über den Kopf, kannst du strategisch Gedanken auch erstmal ausschließen. Für solche Fälle gibt es nämlich neben Zwischenmiete auch WGs, Mikroapartments und so weiter. Die sind meist komplett ausgestattet und bieten trotz des geringen Platzes vergleichsweise viel Komfort. Doch diese Form sollte nicht auf Dauer sein. Die FAZ zitiert Dr. Doug Kopetsch, Direktor am Bostoner Architekturcollege und Spezialist für die Themen Design und Gesundheit. Er empfiehlt ein Leben auf engem Raum auf Dauer nur jungen Menschen oder älteren Menschen. Für Menschen mitten im Leben oder für Paare können sich beengte Wohnverhältnisse negativ auf die Psyche auswirken, da es keine Rückzugsmöglichkeiten gibt. Im selben Artikel erklärt der Wohnpsychologe Harald Deinsberger-Deinsweger, der heißt wirklich so, von der Universität Graz, dass man zwar Lebensqualität auch auf 20 Quadratmetern haben könne, aber dafür auch entsprechende Zusatzfaktoren benötige. Ein naher Park vielleicht oder auch ein kleiner Balkon. Aber was ist, wenn du längerfristig planst und eher nach einem Zuhause suchst, statt nach einer Bleibe auf Zeit? Dann wirst du wahrscheinlich mehr Ausdauer in die Wohnungssuche stecken. Und hier ist es ratsam, direkt mit einem Zimmer mehr zu planen. So ist mehr Platz für den Partner oder die Partnerin, falls er oder sie irgendwann einziehen möchte, oder für das erste Kind. Und du hättest ein eigenes Arbeitszimmer, das du unter Umständen steuerlich absetzen könntest. Auch Corona hat die Suche nach größeren Wohnungen befeuert. Mehr Zimmer, mehr Fläche, idealerweise mit Garten oder Balkon. Dieser Trend entspricht auch der bereits erwähnten langfristigen Entwicklung bei der Suche nach Wohnimmobilien. Wohnungsgröße und Wohnungsangebot. Um einfacher an eine neue Wohnung zu kommen, lohnt es sich fast immer, flexibel zu bleiben. Es gibt viele Parameter: Lage, Größe, Preis, aber auch die Ausstattung: Balkon, modernes Bad, Einbauküche oder Fußbodenheizung. Vermutlich wirst du nie alle Wünsche an eine Wohnung komplett erfüllen können. Deshalb solltest du dir überlegen, welche Suchkriterien du ein bisschen weiter ausdehnst, denn so bekommst du auch mehr Angebote zu sehen. Gerade bei der Größe und dem Preis gibt es nämlich viel Spielraum. In den großen Städten ist der Andrang besonders stark. Aber gerade hier lohnt es sich noch einmal darüber nachzudenken, wie viele Zimmer du möchtest. Die größte Nachfrage auf ImmoScout24 gab es bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 46 Quadratmetern für weniger als 500 Euro im Monat. Hier kamen die meisten Bewerbungen zusammen, 4.600 im Durchschnitt. Außer in Frankfurt ist es zum Beispiel sehr schwierig, eine Ein-Zimmer-Wohnung zu bekommen, da überall der Anteil der Nachfrage den Anteil des Angebots überschreitet. 67% aller in Deutschland auf ImmoScout24 angebotenen Wohnungen haben zwei oder drei Zimmer. Daher hast du hier auch die meisten Chancen. Als Single oder Paar solltest du also lieber etwas großzügiger denken, auch wenn es möglicherweise teurer wird. Familien, muss man leider sagen, Wohnungen mit vier Zimmern und mehr werden stark nachgefragt, aber deutlich seltener angeboten. Hier solltest du vielleicht noch über ein Haus nachdenken oder etwas flexibler bei der Lage der Wohnung sein. In unserer Mieter Plus Mitgliedschaft ist der Chancencheck enthalten. Dort siehst du immer, wie viele Leute sich bereits auf eine Wohnung bewerben. Außerdem kannst du direkt erkennen, welche Unterlagen du noch ergänzen musst, damit deine Bewerbung erfolgreich wird. Die richtige Quadratmeterangabe. Eine Frage, die unabhängig von der Zimmeranzahl ist, sollte die der Quadratmeter sein.
In stark nachgefragten Regionen wird es bei der Besichtigung wohl nicht die Chance geben, groß nachzumessen. Da heißt es, wenn es ungefähr passt, Mietvertrag unterschreiben. Aber wenn die Wohnung mehr als 10% kleiner ist als im Mietvertrag angegeben, besteht ein Mangel und die Miete darf gemindert werden. Und welcher Quadratmeter zählt wie? Na, da gibt es ein paar Daumenregeln. Balkon- oder Terrassenflächen zählen nur zu 25%. Gibt es Dachschrägen, zählen nur die Teile der Grundfläche voll, die eine freie Deckenhöhe von mindestens 2 Metern haben. Bei einer Höhe von 1 bis 2 Metern zählt die Fläche nur zur Hälfte. Abstellräume außerhalb der Wohnung werden nicht mitgerechnet. Das kannst du alles nachmessen und das solltest du sogar. Idealerweise direkt bei Einzug oder spätestens, wenn die erste Nebenkostenabrechnung oder die nächste Mieterhöhung kommt. Denn bei starken Fehlangaben kannst du die Miete mindern. Auch hier hilft dir die Mieter-Plus-Mitgliedschaft von ImmoScout24. Eine telefonische Mietrechtsberatung ist nämlich bereits im Preis enthalten. Das war's zum Thema Wohnungsgröße. Kommenden Monat gibt es ein neues Video. Abonniere den Channel, klick die Glocke und verpasse nichts mehr. Viel Glück weiterhin bei der Wohnungssuche.